Danke sehr, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird hier jetzt fortgesetzt diese Woche in den Debatten so getan, als würden insbesondere in Afrika Millionen auf gepackten Koffern sitzen und nichts anderes zu tun haben und nicht abwarten können, bis sie endlich nach Europa kommen. Und ich frage mich, was für ein Verständnis von Vaterlandsliebe liegt dem eigentlich zugrunde? Ich habe da nur zwei Antworten gefunden. Eine Antwort, eine Möglichkeit wäre, es liegt dem überhaupt gar kein Verständnis von Vaterlandsliebe zugrunde. Das würde auch erklären, Ihr fortgesetztes Gebaren in diesem Haus, mit dem Sie dem Ansehen Deutschlands in der Welt schaden. Oder es liegt dem ein Verständnis von Vaterlandsliebe zugrunde, das nur Deutsche empfinden können, während Ausländer nichts anderes zu tun haben und nichts anderes abwarten können, als endlich sich aufzumachen und ihre Vaterländer zu verlassen. Und wenn das Ihr Verständnis von Vaterlandsliebe ist, dann sind Sie Nationalisten. Und Nationalisten haben diesem Land auch schon immer Schaden zugefügt. Wir reden hier heute einmal wieder über Geflüchtete, nicht mit ihnen. Das Mindeste, was wir tun können, ist, uns versuchen, hineinzufühlen, wie das denn ist. Und es gelingt natürlich nur unzureichend. Wir wissen nicht, wie wir in dieser Situation, wenn wir in sie hineingestellt werden, selbst reagieren würden, was wir tun würden. Aber stellen wir uns vor, in Deutschland würde es wieder dunkel werden und schwierig. Ich kann mir vorstellen, ich würde gerne so lange hier bleiben, wie es irgendwie möglich ist. Wegen der Familie, wegen der Freunde, weil ich hier aufgewachsen bin. Ja, aber wenn mein Leben bedroht wäre, dann würde ich das Land verlassen. Und dort, wo ich dann ankommen würde, da würde dann die Sehnsucht wachsen, wieder zurückzukommen. Es ist unredlich, diesen Menschen allen zu unterstellen, sie würden ihr Land leichtfertig verlassen. Es ist Not, es ist Leid, es ist Terror, es sind schlimme Schicksale, die die Menschen aus ihren Ländern zwingen. Und deswegen müssen wir auch die Ursachen dieser Flucht als erstes bekämpfen. Aber wir werden nicht jede Flucht verhindern können. Deswegen ist ja schon die Frage, wenn man dann zur Flucht gezwungen wäre, was wäre denn meine Hoffnung? Meine Hoffnung wäre, Hilfe zu erfahren und anständig behandelt zu werden. Und wenn ich das für mich erhoffe, auf der Flucht Hilfe zu erfahren und anständig behandelt zu werden, dann ist es auch meine Pflicht, das anderen zuzugestehen. Und das ist der Geist dieses globalen Paktes für Flüchtlinge. Und deswegen unterstützen wir diesen globalen Pakt für Geflüchtete auch. Und es ist auch gut, dass sich Deutschland dafür eingesetzt hat. Dieser Text atmet ja unsere Erfahrung mit der Flucht seit 2015. Deutschland war lange nicht solidarisch mit Ländern, die unter viel Flucht schon zu leiden hatten, die viel Flucht erlebt haben, die das einfach ertragen haben und für zu sich gehörig empfinden. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass es 2016 zu einer UNO-Konferenz gekommen ist, mit anderen Staaten gemeinsam, damit wir die Sachen international besser bearbeiten können. Und das findet sich jetzt hier in diesem Text. Und jetzt schauen wir mal rein, weil offensichtlich haben Sie ja gar nicht reingeschaut. Nur mal drei Beispiele. Das Erste, was hier steht, ist ein Frühwarnsystem. Ja, wir waren doch, es gibt immer Leute, die warnen vor allem, die haben dann auch eine hohe Trefferquote, das ist klar. Aber die Wahrheit ist, dass wir doch 2014/15 nicht ausreichend vorbereitet waren auf das, was uns erreicht hat. Hier sind nun Frühwarnsysteme vorgesehen. Das ist ein guter Punkt in diesem globalen Pakt und das unterstützen wir. Ein weiterer Punkt, Registrierung und Dokumentation. Ja, wir wollen wissen, wer in unserem Land ist. Wenn Sie gegen Registrierung und Dokumentation sind, wollen Sie offensichtlich nicht wissen, wer sich in unserem Land befindet. Wir sind dafür, dass das international besser organisiert wird und die Geflüchteten so registriert werden, dass man weiß, wer sich in den jeweiligen Ländern befindet. Und ein letzter Punkt. Der spricht davon, von der Förderung guter Beziehungen und dem friedlichen Zusammenleben und dass das gefördert werden soll. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer kann denn da etwas dagegen haben? Ich finde, das ist etwas, was wir auch schon haben in unseren Städten und Gemeinden. Viele der Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, sind schon Freunde geworden, sind schon Nachbarn geworden, sind schon Kolleginnen und Kollegen geworden, sind schon Ersatzenkel geworden. Und das müssen wir stärken, dass wir das Gute
bewahren und dass wir das Schlechte zum Guten wenden. Diese Chance haben wir, wenn wir international zusammenarbeiten. Und deswegen findet dieser Vertrag, diese Vereinbarung über die Flüchtlinge unsere Unterstützung. Und wir bitten auch, dass es insgesamt nicht verhetzt wird, sondern dass wir an diesen internationalen Fragen auch wirklich gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin.